Hallo und herzlich willkommen bei Stefans LP und Jurassic Park The Game, Folge 15. Tja, nach unserer kleinen Hetzjagd und der kleinen Geschichte von Nima, jetzt wissen wir ja wenigstens, warum sie das Ganze macht und warum Yoda so einen Druck macht, dass wir schnell von der Insel sollen, weil macht groß Bum Bum. Ja, hat sich Sorkin in die Rotunde verkrümmelt und will alleine Hilfe rufen. Und wir sitzen oben fest. So, weiter geht's im Text. Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Was soll das sein? Großer Fleischfresser. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Hübsch. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig sicher. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Auch. Tja. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Ja, dann frag mal nach der Schwester. Fauna. Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen? Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Na. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich. Das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich früher. Tja. Warum gibt es hier ein Aquarium? Kann man überhaupt Urzeitfische klonen? Soweit ich weiß nicht. Amphibische Mücken gab es, glaube ich, nicht. Hä? Weißt du noch, dass auf der Tour erklärt wurde, dass wir unsere Dino-DNS aus Mückenfossilien gewonnen haben? Mücken können keine Tiere stechen, die unter Wasser leben. Oh, stimmt. Guter Punkt. Es sei denn, die sind mal kurzzeitig an Land, ne? Ich will nach Hause. Ich will das alles nicht mehr, Dad. Können wir nicht einfach hier auf ein anderes Rettungsteam warten? Das machen wir, aber zuerst müssen wir dieses andere Rettungsteam rufen. Und ach, wenn ja, das stimmt. Genauso schief läuft wie mit dem ersten? Hey, sieh mich an. Sure. Wir schaffen das schon. Dann was sage ich immer über das halb volle oder halb leere Glas Wasser? Ist immer halb leer. Hey, ich habe ein Bier bestellt. Das ist mein Mädchen. Das kam aber jetzt, naja, wie aus einer Pistole. Ich bin am Aufzug, in Ordnung? Okay, Dad. Lauf ja nicht weg, Jess. Ach, die ist ja auch noch da. Super. Wo ist nur das Schulungshandbuch? Schulungshandbuch? Vielleicht bei A? Code funktioniert nicht. Siehe Handbuch in A, im Informationsbüro. Vielleicht sollten wir mal in das Informationsbüro. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Schauen wir mal beim X. Oh gut, eine Anleitung.
Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Mhm. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Tja, wie war denn der vorherige? Tja, dann gehen wir nochmal hin. Vielleicht haben wir ja Glück und er steht da jetzt nur noch rum. Böp. Ja, komm. Ich will da drücken. So. Verdammt! Keine Ahnung, wie der Tastencode lautet. Error. Nein? Nur 9999 Kombinationen übrig. Okay. Gibt's da nicht noch irgendwie... Nein, gibt's nicht. Also, dann... Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen. Aber da war doch noch irgendwas zu angucken. Aber gucken wir erstmal hier. Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf Zurücksetzen drehen, den alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen. Code. Ja. Gibt's hier noch irgendwelche? Nee, dich will ich nicht angucken. So. Nächster Aufzug fährt um. Naja. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Der steht da nicht drauf. Okay. Devon. Nach Devonshire benannt. Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten, wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Okay. Oh, wie ging doch gleich der Merkspruch? Kamele ohne Socken denken komisch oder so ähnlich. Bitte, bla, bla, bla. Ich glaub hier. Jo, schauen wir doch mal. Paläozoikum, Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Oh Mann. Das soll ich mir merken? Meine Güte. Nochmal. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Ich geh mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Na, das war doch nicht. Devon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Mann, ey. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Carbon. Was kommt nach Carbon? Nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Was kam nach Carbon? Eigentlich Perm. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ich versuche den Code von Perm. Wenn er denn da ist. Ich hoffe, Perm? Der klappt. Klingt richtig. Okay, mein bester Tipp. 9. Okay, dann versuchen wir das doch mal. Ich hoffe, ich muss mir den Code jetzt nicht da merken, ne? Ho, ho, ho. So, wie war das? Hm? Und nochmal.
Und warten, warten, warten. Und einmal zurück. 9, 2, 5, 1. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Haha. Es geht in die Rotunde. Oh, Billy. Und all das gilt hey, nur für Sie dich. Zu? Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Rasierschau. Leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Ja, klar. Streng ja. Geheim. Wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Ich sag, nichts, alles okay. Ich hab da ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Könnt ihr mir sagen... Ach Mann, Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, der Blick ist gut. Geht's weiter? Saust dir. Dad, meine Ohren, liebe was Gäste, ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Jetzt sag nicht, die hat davon Ahnung. Weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Glaube ich denn noch nicht mal. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Ja, nach oben fährt er ja gerade nicht. Sieht nach einer Einbahnstraße aus. Mein Gott, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool. So, Dr. Sorkin. Vorsicht, ich gehe vor. Klar. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Das traut er echt nicht. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Klar. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Sie hören mir nicht zu. Die guckt sich nur um. Ja, bitte, wer klopft da? Na, die ist mir echt... Also echt, ey, die ist... Ah, da kann ich doch was machen. Hey, Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Die hat echt einen Dachschaden. Was macht die da?
Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Vier andere. Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Das ist doch echt... Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind weniger als Mensch in dem Fall. Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Okay. Wir müssen etwas tun. Und was? Los, Yoda. Wir sind zwischen zwei Türen eingeschlossen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Ja, nein, klar. Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Die da wären? Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Mädel, was machst du da? Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Die ist durchgeknallt. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Endlose Debatten. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich glaube kaum, dass die das machen. Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Was? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer, wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckel war, frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Zu spät, würde ich jetzt sagen. Plan B. Was jetzt? Achso. ja. Jetzt kommt der rabiate Teil. Achso. Hol aus und... Und nochmal. Meint er, das bringt was? Das hat ja wirklich was gebracht. Ethik Teil 1. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen Ingen zeigen, Dino, dass... Fisch. Wow. Ja, fress sie, bitte. Tu mir den Gefallen. Dann ist sie endlich weg. Autsch. Bei dem Aufschlag dürfte sie wohl tot gewesen sein. Was haben bevor Sie sie gefressen hat. Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Wer hat hier die Axt? Wollen Sie ein gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Düt. Geht nicht mehr. Wetten? Hier spricht William Yoda. Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Okay. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich.
Team Bravo im Kampf getötet. 2 Helikopter zerstört. 2 Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Ah, der Ausgang ist offen. Er hat doch was vor. Ich traue dem nicht. Nicht nach dem, was bis jetzt passiert ist. Wen haben Sie angerufen? Der spricht nicht mehr mit dir. Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Was? Tja, Nima. So kann das kommen. Entscheide dich. Nein. Wir hatten einen Deal schon vergessen. Nein heißt nicht nein. Vor Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Jodel hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche, Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind Sie Ihnen so egal? Und was ist mit Oscar und Dieke? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie! Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Das ist doch... Ich würde rennen. Hehe, fehlt dir was? Mann, verdammt! Auch nicht schlecht. Ich würde rennen. Oh oh, oh oh. Komm, steh auf! Oh oh, oh Mann. kleine Ursache, große Auswirkung. Boing. Wie man sieht, damit ein Kopf so rüber angestoßen ist. Ja, renn. Und hopp, Jerry. Jetzt haben wir die Tür zu. Hey, Ethik Teil 2, abgeschlossen mit Gold. Jetzt sitzen wir da fest, wa? Oder wie, oder was? Ist jemand verletzt? Nö. Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Jodel hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Richtig. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid. Wenigstens einmal war es eine gute Idee. Okay, diesmal verzeihe ich dir noch. Jerry, Sensi. Na toll. Einfach. Oh, super. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt. Und ihr ertrinkt. Selbst wenn wir gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie. Und der Mosasaurier schwimmt vielleicht da draus. Kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier Entschuldigung. Hier rumfällt. Schwimmen? Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen.
Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Okay. Würde ich jetzt auch ganz gerne machen. Ja, die Zeit ist mal wieder rum. Ich glaube, langsam nähern wir uns dem Ende des Spiels. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Daumen nach oben, Abo und nette Kommentare. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Jurassic Park The Game. Euer Stefans LP. Bye, bye.